Wie gut ist das Original Styling Meraki von Blumann? Kommen wir als erstes zu der Verpackung. Ich habe jetzt hier wieder die Reisegröße in der Hand aus dem Discovery Kit. Allerdings bewerte ich die Originalverpackung. Die ist wirklich sehr durchdacht, was ich sehr nice finde. Auch wenn der Artikel nicht ganz so wertig ist, gibt es an dieser Stelle eine gute Punktzahl. Weiter geht's mit dem Geruch. Wenn man eine Nase nimmt, dann merkt man, okay, das riecht pfefferminzig. Okay, der Geruch ist auch nicht gerade dezent, sondern es ist schon sehr präsent da. Und Leute, ihr könnt es euch so vorstellen, das Styling Meraki riecht wie Wiggly's Spearmint. Original so. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 80% der Inhaltsstoffe sind gut, 20% leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der Hersteller wirbt damit, dass dieses Produkt als Post- als auch als Pre-Styler verwendet werden kann. Das Produkt soll einen hohen Halt haben und ein natürliches Finish geben. Ob das wirklich da drin ist, das finden wir jetzt heraus. Meine Vorhaarfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Weiter geht's mit dem Produkt und zwar mit der Konsistenz. Die Konsistenz kann man sich so vorstellen, ein Mix aus einer etwas festeren Creme und einem Haarwachs. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Kommen wir zum Auftragen. Das Produkt lässt sich relativ leicht aus dem Tiegel herausholen und das erste Verreiben in den Händen, dann wird das Produkt in den Händen weiß, funktioniert auch relativ easy. Aber wenn man das Produkt dann wirklich rückstandslos in seinen Händen haben möchte, dann muss man wirklich schon ein bisschen mehr Aufwand betreiben und wirklich das Produkt ordentlich verreiben. Und auch dann war es nicht ganz so einfach, das Produkt komplett rückstandslos in den Händen zu haben. Kommen wir zum Styling. Ich habe meine Haare erstmal ein bisschen pre-gestylt und zwar habe ich meine Haare als allererstes mal etwas angefeuchtet. Dann habe ich ein, zwei Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet und habe eine Skelettbürste dazu genommen und meine Haare erstmal entsprechend in Richtung gefüllt. Das zuvor in den Händen verteilte Produkt habe ich dann komplett vollständig in meine Haare eingearbeitet und habe mit dem Styling begonnen. Im Laufe des Stylings hatte ich das Gefühl, dass ich nicht genug Produkt in meinen Haaren hatte und habe dann einfach nochmal ein bisschen nachgelegt. Später habe ich dann noch einen feinen Kamm dazu genommen, um meine Haare zu ordnen und so sah dann anschließend meine Nachher-Frisur aus. Kommen wir zum Halt. Einen mega hohen Halt haben wir jetzt an dieser Stelle nicht. Wir haben einen guten, soliden Halt und bei meinen dicken Haaren habe ich tatsächlich anschließend auf jeden Fall noch Haarspray benötigt, um meine Haare einfach zu fixieren. Kommen wir zum Finish. Es wird mit einem natürlichen Finish geworben und das Finish ist tatsächlich auch relativ natürlich, auch wenn man sich durch die Haare nochmal durchfasst, muss ich sagen, ist das wirklich sehr schön, auch sehr matt, also von daher wirklich gut. Wie sieht es mit der Austauschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Als erstes mal zu der Austauschbarkeit. Wenn ihr dieses Produkt ausschließlich in den Haaren drin habt, dann bekommt ihr das Produkt auch nur mit Wasser aus den Haaren herausgewaschen. Wenn ihr dieses Produkt allerdings als Pre-Styler verwendet und anschließend noch ein weiteres Produkt in den Haaren drin habt, dann benötigt ihr auf jeden Fall Shampoo, um das Produkt wirklich rückstandslos aus den Haaren herauszuwaschen. Kommen wir zum Preis des Produktes. Ihr bekommt das Blumann Original Styling Meraki und zwar 74 Gramm für 31 Euro aktuell auf Amazon. Beim Hersteller ist es etwas günstiger. Da das Produkt allerdings aus den USA kommt, bezahlt ihr auch wieder Versandkosten. Somit liegt die Roundabout ungefähr immer bei 31 bis 32 Euro. Das ist an dieser Stelle allerdings für mich ein Tickchen zu teuer. Aber all in all kriegt ihr hier wirklich ein Produkt, was wirklich eine gute Leistung hat. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Als allererstes mal, ja, ich kann das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen. Du machst mit dem Produkt auf gar keinen Fall irgendwas falsch. Das Produkt ist vorwiegend für Leute mit dünnen bis normalen Haaren geeignet. Die können das als Pre- als auch als Post-Styler verwenden. Für Leute mit extrem dicken Haaren, wie ich die jetzt zum Beispiel habe, da wird es ein bisschen schwierig, weil der Halt einfach nicht ausreicht über den Tag verteilt, um einfach meine Haare immer in Ordnung zu halten. Kommen wir zur totalen Punktzahl. Das Original Blumann Styling Meraki erhält all in all 39,5 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr logischerweise wie immer unten in der Box. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.